heute auf dem Flohmarkt. Irgendeiner hatte so einen alten Dienstecker-Kabel am Flohmarktstand. Den habe ich vollgelabert von Dienstecker, Klinkenstecker, Adapter, Löten, Reparieren. Und dann hat er mir einen Snickers geschenkt. Ich esse ja nur einmal am Tag. Und jetzt habe ich gerade noch 5 Snickers hinterher gegessen und eine Tüte Chips. Naja. Also volles Pfund. Die Jacke geht schon nicht mehr zu. Einen ADAC-Verbandskasten für 2 Euro. IPA-Reiniger 2 Euro, Amazon-Preis 12 Euro. Aua, aua, aua. Graffiti-Ex, Amazon-Preis 20 Euro, 2 Euro. Von einem Stand, der aber nicht das professionell verkauft, sondern das wohl irgendwo übergeblieben ist. Leider für diese Zange 3 Euro bezahlt. Lidl Parkside, den habe ich schon... Der verkauft zu teuer. Und ich meinte zu ihm, wenn ich bei Lidl, du kannst ja den Preis nehmen, den du willst, wenn ich bei Lidl bei 30% das nicht bezahle. Und da hatte ich irgendwas von gelabert von 3 Euro und dann meinte er, ja, nimm. Und dann, ja, 3 Euro. Muss mal gucken bei Parkside. Die gab es auch in grün. Aber ich brauchte so eine, weißt du, wenn du mal wieder... So mit der Spitzzange, wo du dann mit der Spitzzange nicht so richtig... Apropos Zange. Zange. 10 Euro. Alarm 110036. Alarm 2 Zoll. Ja, was kostet die? Also 30 kostet die bestimmt. Braucht die auch nicht, aber manchmal braucht, wie man so schön sagt, Bauforum 24, besser haben als brauchen. Ich habe eine kleine, der macht die Ölfilter, ja gut, noch auf der Resterampe hier 2 Stück. Ein Stück 1 Euro. Als da wäre noch. Das war's. Und tschüss.